Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu Teil 2 von Retas Prüfungsvorbereitung. Ja, ich hoffe, ihr habt Teil 1 auch schon gesehen. Wenn nicht, zieht euch erstmal Teil 1 rein, sonst macht Teil 2 ja keinen Sinn. Wir bereiten uns hier weiter auf die Prüfung vor. Zieht euch die Fahrstunde rein. Viel Spaß dabei. Intro und dann geht's los. Nur so kannst du das kontrollieren. Weil wenn du versuchst, dich zu quetschen, genau. Und dann mach Spiegelblinker und dann bleiben wir hier rechts kurz stehen. So dass wir hier so eine Prüfungssimulation beginnen können. Korrekt. Tipptopp. Sauber. Also der Prüfer kommt ja von da aus dem Häuschen, dann steigt er hier ein, sagt, moin, mein Name ist Müller. Dann stellt er dir halt 2, 3 Fragen, unter anderem das jetzt mit der Nebelschlussleuchte oder dem Fernlicht. Oder der kann dich fragen, kannst du mir was zu Reifen erzählen? Ja. Kannst du, weißt du so? Ja. Hau raus, sag mal. Also man muss den Reifenluftdruck überprüfen. Ja. Das kann man auch sehen hier in dem, also wenn man die Tür aufmacht, dann ist da so ein Aufkleber und das steht dann da, korrekt, wie viel man auf einem Reifen braucht. Genau. Dann muss man halt gucken, ob muss man halt Winter- und Sommerreifen. Das kann man auch checken, ja. Weißt du, woran man das erkennt? Ja, also Winterreifen erkennt man daran, das sieht aus wie so ein Berg und dann ist da so eine Schneeflocke. Ja, die Schneeflocke. Ja. Wenn du die Schneeflocke siehst, ist alles safe. Ja. Also die Reifen, die Profiltiefe muss mindestens 1,6 mm betragen. Korrekt. Ja, und halt, wenn man gucken will, ob die Reifen beschädigt sind, ja, dann, das hat Jan mir letztens gezeigt, kann die Reifen einfach mal so einschlagen und dann halt abstellen, ausmachen das Auto und dann rumgehen und gucken. Check, cool. Ja, das reicht. Damit bist du safe. Okay. Dem Prüfer sind 3 Sachen sehr wichtig. Luftdruck, Profiltiefe und Beschädigung. Okay. Diese 3 Sachen. Alles andere ist cool, wenn du das auch weißt, aber die 3 sind so ein Must-Have. Beschädigung ist genau richtig wie beim Fahrradreifen auch. Der kann, wenn du mal so oft gebremst hast oder so, oder mal an der Seite am Bordstein, dann geht dir an der Seite was kaputt. Ne? Ja. Das ist wichtig, dass du das siehst. Gut, wenn du das dann alles gut beantwortet hast, ist die Stimmung im Auto schon mal cool. Dann ich weiß noch was. Ja, hau raus. Also die Viertiefe kann man auch überprüfen. An ja. den Reifen, da sind so, in den Rillen sind so Noppen. TWIs, ja. Ja, da kann man das dann auch gucken. Aber was mit der Noppen? Also wenn das Profil so an den Noppen dran ist, dann sind die schon zu tief oder abgefahren. Ja, wie hoch sind diese Noppen? Wahrscheinlich 1,6 mm. Genau. Ja, das heißt also, wenn du das wirklich plan gefahren hast, also wenn das der Reifen ist, dann hast du so hier unten, dann hast du hier diese Noppen hochgucken und daneben das Profil, das ist dann so hoch. Und irgendwann fällt sich das Profil ab und dann, wenn das plan ist, genau, hast du halt die 1,6 mm erreicht. Cool. Wenn du das so beantwortest wie jetzt, dann ist das im Auto cool. Dann steckt der Prüfer ein und sagt, ach, Greta, gut gemacht, alles klar, cool. Dann sagt er eigentlich nur noch, heute sind wir keine Anlieger. Wenn ich nichts sage, immer geradeaus. Wenn es nicht weitergeht, weil es verboten ist, musst du fragen. Okay. Frag am besten immer direkt rechts oder links. Frag nicht und jetzt, weil dann sagt der Prüfer, ja und jetzt ist es 10:30. Dann sagen die Fahrschüler, nee, das meine ich nicht. Dann sagt der Prüfer, was dann? Und dann fangen die Autos hinter dir schon an zu hupen. Ja. Also hast du unnötig Stress. Also egal, was du machst, frag einfach immer direkt rechts oder links. Dann bist du safe. Wenn es nur eine Richtung gibt, kannst du alleine entscheiden. Ja, dann ist klar. Ja, genau. Also dann ist da ja auch meistens noch ein Schild, wenn die Vorfahrt. Oft, also, aber nicht immer. Wenn Durchfahrt verboten. Ich zeig dir, also wir werden ja gleich losfahren, du Prüfungs, dann zeige ich dir direkt nach 2 Minuten ein so ein Schild, wo du alleine entscheiden musst. Okay. Und dann wirst du sehen, was ich meine. Und dann sagt er nur noch, alles klar, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn Sie sich alles eingestellt haben und der Verkehr es zulässt, können wir losfahren. Okay. Dann, viel Glück. So. Ist schon an. Genau. Die warme Füße an mir. Zack. Genau. So ist cool, so hast du alles dabei gehabt. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker, alles safe. Wir fahren dann direkt die nächste Straße rechts. Genau. Das haut dann manche Fahrschüler schon raus, weil die eigentlich damit da rechnen, okay, ich fahre jetzt erstmal geradeaus ein bisschen oder so, ne? Aber so ist safe.
dann die nächste Straße links. Das machst du gut so, Greta. Wenn du da runter gehst, immer wieder in den ersten Gang, hast du eine realistische Chance, wenn einer rauskommt, stabil zu bleiben. Also das ist gut. Behalt das auch bei. Weil ja trotzdem, genau, weil trotzdem rechts vor links ist und wenn die rum wollen, muss es für die Platz sein, ne? Ja, jetzt kann ich auch. Bleib mal kurz stehen. Kurz stehen. Siehst du das Schild mit dem Pfeil da oben, mit dem blauen? Ja, ja. Der sagt ja geradeaus und geradeaus. Da ist Durchfahrt verboten, Anhänger. Genau, genau. Ein einziges Mal habe ich einen Fahrsteller gehabt, der ist in der Prüfung geradeaus reingefahren. Der hat genau gefragt, und jetzt? Dann hat der Prüfer gesagt, ja, müssen Sie doch entscheiden. Dann hat er gesagt, ja, hier sind ja zwei Schilder, einmal das und einmal das. Ja, dann fahre ich, ja, dann geradeaus, dann mal Ende. Ne? Also, das ist das Beispiel, was ich meine mit, wenn es nicht anders geht, musst du alleine entscheiden. Und das ist zum Beispiel so eine Option, ne? Ja, okay. Ziehen wir rum. Rechts. Hey, eher du fragst, je einfacher hast du es, ne? Ja. Links, der irritiert mich manchmal noch ein bisschen. Also, dass du nach links guckst, einmal ist cool. Ja. Okay. Guck nur nicht so intensiv, ne? Ja. Sonst kriegt der Prüfer den Verdacht, dass du dir nicht sicher bist. Okay. Und am Ende rechts. Weißt du, wie du das hättest vermeiden können? Als wir hier rangefahren sind, ne, konnte man schon merken, dass man links nicht so gut sehen kann. Wenn du das merkst, geh in dem Moment schon in den ersten Gang. Ja. Weil dann bist du ja praktisch mit dem ersten Gang vorbereitet und wenn dann keiner kommt, kannst du durchziehen. Okay. Weil so wie jetzt bist du halt im zweiten hier ran, hast dann den ersten genommen und dann gemerkt, okay, wird knapp. Genau, sobald du halt merkst, du kommst da dran und kannst nicht gut gucken, kannst du schon vorher runtergehen in den ersten Gang, dass du halt vorbereitet bist. Ja. So, dass wenn keiner kommt, dann... Yalla, yalla. Jahreszeit ist echt nicht so meine Jahreszeit. Nee, es ist nicht so. Grau. Aber man sieht schon, so langsam fangen die Bäume wieder an zu blühen. Ja, das habe ich auch schon gesehen, das stimmt. Das ist schön. Ich glaube, so richtiger Winter kommt nicht mehr. Das war's. Ich hoffe. Echt, ich mag Winter. Ich bin so Hardcore-Winter halt. Also, weißt du, überall Schnee und dann blauer Himmel. Das ist richtig cool. Das ist auch mal schön. Wir haben mal, aber das ist schon, ich glaube, 10 Jahre her. Ja. Da war halt so richtig krasser Winter. Da war dann mit Schnee und ja, so kam, ne? Das war sogar 2010. Ja? Weihnachten. Das war richtig cool.
mal, auf dieser Strecke jetzt hier wieder, ne? Geht ja lange geradeaus. Kein rechts vor links, kein Stoppschild, nix. Genau das. Immer wieder reingucken. Dann sieht der Prüfer, Mensch, gute Beobachtung. Da brauchst du dich nicht viel kümmern. Jetzt zieh ruhig ein bisschen an, bergauf, ne? Bis, genau. Auch ruhig so einen ganz kleinen Ministrich über die 50 ist auch völlig egal. Also nicht, dass du dann schlechtes Gewissen kriegst in der Prüfung. Es kann dir auch ruhig mal passieren, dass du auf 60 kommst. Nur nicht die ganze Zeit. Also wenn du jetzt hier 2 Minuten lang 60 fährst und nicht da drauf guckst, dann sagt der Prüfer immer, okay, da. Was ist da los, ne? Aber wenn das mal passiert, weil du bergauf beschleunigst oder sowas, völlig legitim. Völlig legitim. Stört dich das eigentlich da, wo die Kamera klemmt? Mit den Füßen? Ne? Cool. Ich habe das nämlich vorher ausprobiert und dann habe ich es einfach festgemacht. Und jetzt in der Hoffnung, dass es dann so okay ist. Ja. Also abmachen geht nicht mehr, kann ich nur abreißen. Das gleiche Phänomen. Du hast jetzt eine Spur und das Ding ploppt auf in 2 Spuren. Ja, safe. Dann ist alles gut. Wir hatten letztens in die Kommentare geschrieben, wie so ein Trinkspiel daraus machen. Immer wenn ich safe sage, muss ein Trinken. Safe, 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 safe. Ja. Bin gar nicht aufgefallen, sage ich so oft safe. Also ist mir nicht so aufgefallen. Also, das ist schon mal gut. Manchmal, weil die Prüfer ja nur 45 Minuten Zeit haben in der Prüfung, fahren die nur die Autobahn ein ganz kleines Stück kurz an. So machen wir das jetzt auch, dass du gleich einmal den Spurwechsel nochmal üben kannst und einmal siehst, ja, was die Prüfer in der Prüfung machen, wenn die zwar Autobahn sehen wollen, aber nicht viel Zeit haben. Ja. Netterweise machen die das dann tatsächlich auch auf diesem Weg hier so, dass die sagen, Rita, wir wollen gleich an der zweiten Ampel links abbiegen. Kann ich jetzt. Was du da, genau, was du dann aus dieser Information machst, ist dann deine Sache. Aber der Prüfer war nett und hat es dir auf jeden Fall schon mal rechtzeitig gesagt. Guck mal, genau die gleiche Frage hast du dir am Anfang gestellt, als diese Verkehrslücke da groß genug war und überlegt hast, soll ich da reinfahren oder nicht. Das ist ja immer im Kopf dieses, schaffe ich das? Mhm. Fahr nur, wenn du sicher bist. War knapp. Weil es gibt ja Gründe dafür, warum sich das nicht gut anfühlt. Du bist dir halt nicht sicher. Du siehst den und denkst so, soll ich nicht, passt das nicht. Aber ist okay, mach in Ruhe. Dann triff lieber eine Entscheidung, die sicher ist, als da irgendwas zu riskieren. Sauber, so. Ja, das ist die Ampel, ne? Da fahren wir jetzt links. Immer auf den großen gelben Schildern. Siehst du immer noch, wie viele Spuren da sind? Ja. Genau. Bremst du das? Wie du willst. Ich bin angeschnallt. Sehr gut. Ich glaube, als ich Führerschein gemacht habe, wenn man sich da nicht angeschnallt hat, das hat irgendwie 30 Mark gekostet oder so. Gab es auch selten Airbags. Also gab es einfach Autos mit Lenkrädern. Ja.
dem Beifahrer viel Glück. Aber jetzt ist das, aber jetzt kostet das bestimmt doch auch noch Strafe, wenn man. Ja, das, ich weiß gar nicht genau, wie viel Euro das kostet, wenn man sich nicht anschnallt. Mhm. Ich schnalle mich natürlich immer an. Aber kann ich vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, wenn er weiß, wie viel das kostet. Ist gut. Denk nur dran, deine Kurve ist groß und wenn du die eng machst, quetscht die halt praktisch so ein bisschen ab. Ne? Weißt du, wie schnell du hier fahren darfst? Ich meine, hier steht kein Schild. Ja. Weil zweispurig in der Mitte Leitplanke und so außerhalb geschlossener Ortschaft. Ja. Alles gut. Den darf ich doch praktisch. Genau, den darfst du nicht überholen. Du musst ihm jetzt praktisch das Vorbeifahren ermöglichen. Ja. Ist ein bisschen doof von ihm, so, weil. Ja, jetzt kannst du dann wieder Gas geben. Ja. Man ist dann so gerade am Beschleunigen und irgendwie. Dann doch nicht. So. Okay. Also, wenn du das schaffst, darauf zu achten in der Prüfung, ist super. Nicht immer kriegen Fahrsteller das sofort so hin. Weil man ist Prüfung und okay, jetzt gleich Autobahn oder Kraftfahrstraße und da muss ich Gas geben und so. Wenn man dann noch Zeit hat für den linken Außenspiegel, ist das schon gut. Ja. Mach nochmal. Ja, da ist er. In Dortmund Derne verlassen wir die Kraftfahrstraße. Das sind die beiden Kumpels hier rechts. Weil der Prüfer halt nicht viel Zeit hat in der Prüfung, konnte der jetzt einmal sehen, okay, du kannst Gas geben, du kannst beschleunigen. Ja. Das ist der Grund, warum die hier drauf fahren. Ja, die wollen dann einmal sehen, kriegst du das handlingmäßig einfach hin. Cool. Dabei aber hinter dir nochmal beobachten, mhm. Genau. Weiter. Was denn? Links fahren wir weiter? Gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen. Ja. So, das ist übrigens was. Erinnerst du dich in der Theorie? Gab es so Kreuz, sie müssen sich mit dem Fehlverhalten anderer rechnen? Ja. Ja, das ist es gewesen. Ja. Hier ist was los. Hier ist was los. Jetzt im ersten Gang wärst du
ready to go. Das meinte ich damit, wo wir gerade gestanden haben. Wenn du an sowas ranfährst, gib dir vielleicht so 10 Meter Platz und ab dann gehst du den ersten Gang und fährst mit dem ersten Gang daran gucken. Das war's mit Greta. Ja, das war ihre Prüfungsvorbereitung Teil 2. Ich hoffe, ihr habt Teil 1 auch gesehen. Gehe ich mal stark von aus. Danke fürs Liken, danke fürs Abonnieren. Sagt man danke fürs Nicht-Liken? Anyway, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.